Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe, wie ihr gesehen habt, gerade eben unseren kleinen Brecher geladen. Ach, da muss ich auch noch dringend tanken. Erstmal hänge ich jetzt wieder zusammen. Läuft richtig rund, ne? Und wenn ich zusammengehängt habe, muss ich tanken. Und dann fahren wir mit dem Brecher nach Trier. Dahin, wo die vielen tiefen Brücken sind, wo es so schön eng reinfahren lässt. Angst, wenn du hier durchrollst, oder? Überall steht 3,50 Meter. Ist schon seltsam. So, da ist ja noch mal 18 Uhr. Ich bin ein bisschen geknickt. Genau. Also zunächst mal, ich war in der Werkstatt. Ich habe ein neues Display bekommen. Da ist noch die Folie drauf. Gut. Hab eben schon gedacht, dass das nicht der Fehler war. Aber es fährt gerade hoch. Ja, ist doch gut. Also, alles. Ne? So. Und ein bisschen geknickt bin ich. Ich kann morgen nach Dortmund fahren. Ein R926 Kompakt holen bei der Liebe. Da habe ich so gar keine Lust drauf, ne? So einen langen Ritt wieder. Bei dem Wetter sitzt den ganzen Tag auf dem Hintern. Ach ja. Aber so ist es halt. Irgendeiner muss es ja machen. Und einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben gleich 8:30 und ich roll gerade in Dortmund bei der Liebe ein. Schon wieder, ja. Fahrt hier hoch, ging recht gut vor Köln. Etwa eine Viertelstunde gebraucht. Ja, aber sonst alles einwandfrei.
bin nach Hause. Könnte passen. Könnte passen. Stunde 42 Minuten. Man kann das lesen. Müsste normal reichen bis nach Hause. Muss er noch mal stehen bleiben, kurz zwischendrin. Pipi muss ich. Oh, muss ich Pipi. Schon überlegt, ob ich mich hier neben mal kurz reinstelle, aber nee, machen wir nicht. Uns die Fahrzeit bringt. Ich hab's geschafft. Ich bin zu Hause. Endlich. 17:30 haben wir es. Ich habe nach 10 Minuten überzogen. Schande über mein Haupt. 726 Kilometer bin ich heute gerollt. Ja. Naja, kommt ja nicht jeden Tag vor. Ne? Herzlich willkommen am Freitagmorgen. Ach, schon wieder Freitag, die Zeit fliegt, das ist Wahnsinn. Ich habe hier meine Halle, habe umgesattelt, habe jetzt den Fiaxer drauf. Jetzt fahre ich damit tanken. Dann fahre ich nach Landstuhl, lade einen R938. Er geht nach Darmstadt. Dort auf dieser Baustelle lade ich direkt wieder. Dieser Bagger geht nach Frankfurt zur Lieper und in Frankfurt lade ich auch direkt wieder. Der Bagger ist dann für den Montag. Er geht am Montag nach Luxemburg irgendwo, also nicht bis noch deutsche Seite, aber halt Grenze Deutschland, Luxemburg. Hier vorne raus, sondern ich fahre rückwärts raus.
weit raus.
Bagger drüben aus dem Hof. Stehen auf dem Waschplatz. We'll be right back.
so weit hochheben, weil sonst kippt er wieder zurück. Das Ganze mache ich jetzt auch nur, weil die Backe über knapp über 50 Tonnen. Die Rampen sind halt schon sehr, sehr alt. Darum mache ich eigentlich immer, wenn ich den habe und habe ein Backe drauf. Ich denke, das ist dann einfach materialschonender. So, ich habe dann wieder umgesattelt, habe meinen Vierachser wieder aufgesattelt und mein Fahrzeug fertig gemacht für den Montag. Ich beende auch diese Folge hier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Und dann sehen wir uns wieder in einer neuen Folge. Vielen Dank und haut rein. Tschüss.